Yo, was geht ab, meine Wertfreunde? Willkommen zu einem neuen Blablabla. Ihr habt mir einige Fragen gestellt auf Twitter unter dem Hashtag AskAlex. Und ich habe mir gedacht, ich suche 10 raus und beantworte sie. Diani fragt, wie geht es Kabi in Köln? Direkt am allerersten Tag hat er sich gewöhnt. Natürlich hat er hier und da so ein bisschen geschnüffelt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es sind immer noch die alten Möbel und die kennt er ja. Deswegen hat er sich da jetzt überhaupt nicht versteckt und er ist generell auch ein ziemlich mutiger Kater. Jim fragt, wie bist du auf der Boden Ali gekommen? Ich hatte vor einiger Zeit in Hamburg einen Kumpel, der war jetzt kein Assi, aber der hat so ein bisschen wie ein Assi gesprochen. Und das hat mich, könnte man sagen, so ein bisschen inspiriert, Dribun Ali zu kreieren. Der Manuel Dörninger fragt, was ist deine Lieblingssendung? Meine momentane Lieblingssendung ist definitiv Legend of Korra, auch wenn die dritte Staffel jetzt vorbei ist und wir wieder alle ein Jahr warten müssen. Aber es ist wirklich unheimlich gut und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Der Davide fragt, guckst du Dragon Ball und wie gefällt es dir? Ich habe damals vor 14 Jahren schon Dragon Ball geschaut und ich finde das bis heute richtig geil. Ich empfange ja unter anderem ProSieben Max und da läuft endlich wieder Dragon Ball 1. Und ich kriege so einen Nostalgie-Orgasmus, wenn ich das sehe, weil es einfach wirklich eins der geilsten Serien ist. Z habe ich auch gefeiert, aber GT fand ich so ein bisschen lasch. So, der Chan fragt mich, was war bisher dein aufwendigstes Video und warum? Ich glaube, das war Dribun Ali Henne nach hoch, weil das erste Mal, dass ich ein Musikvideo geschnitten habe und ich hatte vorher halt überhaupt keine Erfahrung damit. Dementsprechend hat es wirklich lange gedauert. Eva fragt, welche Arten von Fans magst du überhaupt nicht? Also ich würde mal sagen, das sind Zuschauer, die bei dir an der Tür klingeln. Ich meine, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich meine, natürlich sind wir eine öffentliche Person und stehen dementsprechend auch in der Öffentlichkeit, aber jeder hat eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Art von Privatsphäre verdient. Und ich finde, die sollte man respektieren. Nochmal Eva fragt, warum trainierst du jetzt plötzlich und was hast du für Ziele? Ich habe einfach Lust bekommen, ein bisschen muskulöser zu werden und ich meine, ich habe die Zeit dafür, also warum nicht? Und mein Ziel für dieses Jahr ist, die 1.500.000 Abonnenten zu erreichen und eventuell ein neues Musikvideo von Dribun Ali. Wer weiß, was da so kommt. Noritek fragt, wie findest du deine Figur in Dark Victory's Tube Clash? Also ich finde es wirklich gut getroffen, auch wenn die Stimme meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben ist. Ich rede ja die ganze Zeit so und werde am Ende langsamer. Ich mache das in den Videos so hin und wieder, aber nicht die ganze Zeit. Meistens will ich irgendwie sarkastisch werden oder irgendwie sowas. Aber sonst finde ich es wirklich geil und ich kann es wirklich kaum erwarten, bis es weitergeht. Prinzessin Balls fragt, eine Beziehung zu Justus Boom, nur Sexbeziehung oder fest zusammen? Weder noch, eine Gamebeziehung. Gay like a boss. Amina fragt, wann findest du, kann man sich selber als Gamer oder Gamerin bezeichnen? Also ich würde mal sagen, ab dem Punkt, wo man Zelda nicht mit Link verwechselt. Lena fragt, wann war deine letzte Beziehung? Das war vor ungefähr einem halben Jahr mit Yuki, wie ihr ja wisst. Bisher habe ich mich nicht neu verliebt oder irgendwie sowas, aber mal gucken, was kommt. Favorite00 fragt, wie findest du Köln so? Also Köln hat, könnte man sagen, mein Leben verändert und das wirklich ins Positive. Und ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ich dieses Leben führen kann und deswegen kann ich es hier nur geil finden. Rose fragt, was war das perverste oder komischste, was dir ein Fan jemals gemacht hat? Also ich habe noch nie ein Nacktfoto oder irgendwie sowas bekommen, aber ich habe mal auf Titten unterschrieben oder anders gesagt, ein Fan wollte mal, dass ich auf Titten unterschreibe und ich glaube, ich habe das sogar gemacht. Marvin fragt, lieber strohdumm und glücklich oder super intelligent und bedrückt? Wenn man seine Intelligenz richtig anzuwenden weiß, dann kann man auch so glücklich sein. Man muss einfach auf Dinge scheißen können, die einen auf seinem Weg behindern können. Wenn man das beherrscht, dann kann man wie ein Dummkopf leben, aber dennoch intelligent sein. Dommel fragt, liebst du mich? Nein. So, ich würde mal sagen, das war's erstmal. Ich wollte eigentlich ursprünglich 10 Fragen beantworten, aber ich glaube, das waren jetzt ein bisschen mehr. Ich sage euch nochmal auf Twitter Bescheid, wenn es wieder heißt, Hashtag AskAli. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Blavlog. Haut raus.